Eberswalde macht sich bereit für die Osterzeit. Nicht nur das Wetter bestimmt die Stimmung, auch die österlichen Traditionen der Eberswalderinnen und Eberswalder tragen dazu bei. Eine alte christliche Tradition ist, das eigene Haus oder den Garten zu dekorieren. Aber auch Geschäfte greifen den Trend vermehrt auf und schmücken den Kundenbereich, so auch der Rewe-Discounter von Christina Gräb in Eberswalde. Die berühmtesten Ostersymbole sind bunte Eier, Osterhasen, Küken und Schokolade, die besonders Kinder erfreuen. Ganz oben auf der Liste der Erwachsenen stehen allerdings Blumen. Ostern, die Blumen blühen, die Fräsien sprießen und alles ist schön, die Sonne scheint. Und dies Jahr ist die Natur richtig schön früher. Frisch vom Floristen sind sie auf dem Marktplatz besonders beliebt. Hier tummeln sich viele Menschen, um kurz vor Ostern noch die richtigen Blumen zu finden. Matthäus Schubert meint allerdings dazu: Na, bestimmt Osterglocken, aber die habe ich jetzt leider schon ausverkauft. Also Narzissen, Tete-a-Tete oder Osterglocken, aber die sind leider schon ausverkauft. Also wer da mal bis Ostern wartet, der hat meistens schlechte Karten. Also die werden immer vorher eigentlich schon verkauft. Seiner Meinung nach sind folgende Blumen dieses Jahr besonders beliebt bei den Kunden: Ranunkeln, dort absolut die tollsten Blumen, denke ich. Stiefmütterchen, Primeln und Tausendschönchen. Und Hornfeichen. Das sind jetzt so die Renner, die jetzt gerne gekauft werden. Und die sollten jetzt auch gekauft werden, die vertragen auch noch Frost. Also wenn jetzt nochmal kalte Nächte kommen, dann ist das überhaupt kein Problem für die. Doch wie feiert die Eberswalder Bevölkerung denn überhaupt Ostern? Das ist zum Teil stark individuell, weshalb wir Ihnen hier einfach mal selbst das Wort geben. Machen wir eine kleine Party mit Essen, Grillen vielleicht noch und das alles. Mhm. So, dann ist der Ostermontag auch rum. Und da fängt die neue Woche wieder an, ne? Ja. Ja, meistens haben wir mal Eiertrudeln gemacht. Ostereier suchen mit den Enkelkindern. Das machen wir jedes Jahr. Sträucher haben wir uns zu Hause behangen und alles schön dekoriert. Eiertrudeln, genau. Ja klar, das ist ja die übliche Tradition. Ja. Das gehört dazu. Das, weil ich da meistens Geburtstag habe, ist Ostern dann meistens sowieso schön. Film gucken und ich kriege Kaffeebesuch. Wir wünschen frohe Ostern und einige entspannte Feiertage.